the river, by the fold, where everybody calls to be our own. Where you don't see any rise and sun, down to the river we belong. When by the water we drink to the trees, look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes, you never built by the riverside. Down by the water, the river bends. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, hatte Zeit, sie zu besuchen. Sie leben in Bayern. Ich hatte viele Freunde und zehrte von ihnen, indem ich ihnen half, zu studieren und sich weiterzuentwickeln. Als ich OT7 abschloss, hatte ich mir ein schönes Leben aufgebaut. Ich arbeitete in der Tierarztklinik, ich half Hans-Jürgen, sein Geschäft in eine Goldgrube zu verwandeln. Ich war Mitglied der OTC. Ich war in meiner Lehre und meine Absicht war es, den Abschluss so schnell wie möglich zu erreichen und meine Praktika zu beenden. Es erwarteten bereits einige Leute meine Rückkehr von der Free Winds, um von mir auditiert zu werden. Ich wurde rekrutiert und bekam einen 40-Stunden-Job. Mir wurde gesagt, dass das machbar wäre, mit freien Wochenenden. Ich brauchte den Sonntag frei, weil es der einzige Tag war, wo Hans-Jürgen etwas mit seinen Kindern machen konnte, was ihm wichtig war. Samstag brauchte ich für Körperpflege und Saubermachen. Nach einiger Zeit sagte mir die ED Sachen, die meine Stabilität erschütterten und meine Dynamics durcheinander brachten. Aufgrund von Veranstaltungen sollte ich auch am Wochenende für die Organisation arbeiten. Ich sollte nicht schwarz arbeiten. Sehr oft sagte sie, dass ich meinen Job als Tierärztin aufgeben sollte, weil ich dadurch nicht flexibel genug sei. Was ich nicht will, weil es ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, meines Überlebens ist und ich liebe, was ich tue. Mein Ehemann hält sich nicht an Regeln, Ethik. Ich komme damit nicht zurecht. Hätte ich das alles gewusst, hätte ich diesen Posten nicht übernommen. Mir wurde gesagt, dass der Job in 40 Stunden machbar sei, aber das ist er zeitlich nicht.